So, Hans, das Thema Motorsport ist ja auch so ein kleiner Fokus hier bei der Brawler League für die Spieler. Findest du es wichtig, dass auch mal endlich mal so eine kleine Plattform auch den Amateursportlern gibt? Und wie siehst du vielleicht auch die Entwicklung des Amateursports, weil der ja medial leider auch eher weniger sozusagen im Fokus ist? Absolut, deswegen, das habe ich ja immer gesagt, ne? Dieses Format gibt den Amateurspielern natürlich auch eine Bühne, den einzelnen Spieler auch sich zu präsentieren, nicht nur für die Brawler League, aber auch für den Amateurfußball in die Oberliga, in die Regionalliga vielleicht zu kommen, zu sehen, ey, damit andere sehen, oh, da ist ein Spieler, der gar nicht so schlecht ist, den könnte ich gebrauchen. Und da, das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Der Amateurfußball geht ja so ein bisschen, wird in die Versenkung so, denkst, und ich glaube, die Brawler League präsentiert da nochmal den Amateurfußball. Ich weiß, dass viele Amateurmannschaften ein bisschen auch was dagegen haben, weil Spieler hier spielen, wo die in den Vereinen sind. Aber